Dynamo TV wird präsentiert von Asti. Macht es dir persönlich Spaß, Fußball zu spielen? Ja, was anderes kann ich auch nicht. Ich meine, ich bin ein kleiner Spieler und ich brauche den Ball. Vor dem 15. Spieltag, dem Auswärtsheimspiel in München, treffen wir uns bei frostigen Temperaturen mit Ayaza Osman und Stefan Kutschke auf dem Neumarkt in Dresden. Ihr seid eine ganz besondere Mannschaft, das sieht man auch in dieser Saison. Stefan, was fällt dir zu Ayaz ein? Ja, ich glaube erstmal seine verrückte Art. Jeder weiß, wie Ayaz tickt. Ja, Stefan ist ein sehr guter Spieler, auch schneller Spieler. Es gibt immer solche und solche Phasen bei Ayaz, aber wo ich denke, dass die positiven Phasen einfach überwiegen. Robuster Stürmer, der den Ball festmachen kann. Gerade was er auf dem Platz gezeigt hat, war in der Saison schon ja, teilweise hervorragend. Wie wichtig sind denn so Spieler wie Ayaz, die eher so das Enfant terrible in sich tragen und auch ein bisschen unberechenbar sind? Na, ich glaube, man sieht es nicht nur bei uns, sondern man sieht das auch in der ersten Liga besonders, dass man so ausgefallene Typen, so wie Ayaz es ist, dass die auch in vielen Spielen einfach einen Unterschied machen können, weil ohne dass das böse klingt, aber manchmal macht vielleicht Ayaz auch einfach Sachen, worüber er nicht nachdenkt. Und das ist gerade das Geniale und das muss er einfach beibehalten, das soll sich ja nie verändern. Und ja, ich glaube, so ein Spieler wie Ayaz, der tut jeder Mannschaft gut. Zusammenhalt, Ehrgeiz, Leidenschaft und die notwendige Lockerheit. All das verkörpert dieses besondere Team auch in dieser Spielzeit. Trotz des großen Konkurrenzkampfes, diese Mannschaft lebt. Das macht uns als Mannschaft so stark. Jeder kann jeden ersetzen. Ich meine, das sieht man auch bei Stefan und Paco. Paco hat letztes Jahr 18 Tore geschossen. Stefan spielt jetzt seit 6 Spielen und jeder ist für den anderen da und das ist wichtig in einer Mannschaft. All das sind Argumente, warum die SGD auch in der zweiten Bundesliga rockt. 23 Punkte nach 14 Spieltagen, 12 Punkte Vorsprung auf den Relegationsabstiegsplatz. Nie war eine Dynamo-Mannschaft in der zweiten Bundesliga zu diesem Saisonzeitpunkt erfolgreicher. Das ist alles schön, das ist eine super tolle Momentaufnahme und es ist einfach auch eine Bestätigung der Leistung, die wir Woche für Woche abgerufen haben. Aber unser Anspruch ist es nicht, die Plätze 1 bis 3 zu spielen, ne? Sondern frühzeitig so viele Punkte wie möglich zu holen. Ja, das gibt uns Auftrieb, weil dann lässt sich auch einfach leichter spielen. Leicht aufspielen wird am Samstag in der Allianz Arena nicht reichen, denn weit über 10.000 Dynamo-Fans wollen ihre Mannschaft siegen sehen. Ich kann mich an den ersten Auftritt von Dynamo Dresden bei 1860 München erinnern. Da war es auch schon phänomenal. Ja, und was jetzt wieder los sein wird, ich glaube, gefühlt die ganze Stadt hat sich angekündigt. Ja, auch aus dem Freundeskreis fahren viele mit und Freundin ist auch dabei. Also es wird echt ein absolutes Highlight. Ja, ich glaube, wenn wir aus den Katakomben kommen und dann ins Spielfeld laufen und nach oben gucken und dann alles schwarz-gelb sehen, ich glaube, das motiviert jeden einzelnen Spieler, der auf dem Platz steht und der reinkommt. Und ich denke, wir werden alles dafür tun, um da was mitzunehmen. 3 Siege, ein Unentschieden. Die SGD ist in der Allianz Arena noch ungeschlagen. Bei allem Ehrgeiz sind auch die Jungs innerhalb der Truppe wichtig, die mit ihrer Lockerheit in der Kabine für positive Energie sorgen. Ja, ich glaube mit Ayaz, Marv, Niklas Kreuzer haben wir schon ein paar Jungs, die so vom Charakter her gleich sind und die immer mal einen lockeren Spruch auf den Lippen haben. Ich bin ein Spieler, ich möchte immer im Mittelpunkt stehen und deswegen habe ich auch manchmal so eine große Klappe und das behalte ich auch mein Leben lang. Danke.